Aber so schnell gebe ich mich nicht geschlagen. Juhu und herzlich willkommen zurück zu Let's Sterb bei The Binding of Isaac, weil ich mich einfach zu blöd anstelle, obwohl ich volles Leben habe und so eine richtige Damage-Sache. Schaffe ich es nicht bei Mom nicht zu sterben. Ja, obwohl mich der Fuß gar nicht berührt hat. Schön, na gut. Gut, neue Runde, neues Glück. Oder Pech, je nachdem, wie man es sehen will, ne? Ach, guck, Spinnen. Ach, cool, da kann ich ja gleich wieder sterben. Ach, super, da freue ich mich. Quatschen und gleichzeitig Binding auf Isaac spielen ist doch gar nicht so einfach. Wow, 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 wow. Nein, nein, nein. Eine Bombe, Gott sei Dank. Oh Gott, ob ich wieder mal so viel Glück haben werde mit den Items. Ich habe ja meinen Abonnenten nach immer eher Pech mit den Items. Also, sie sagen immer, alle anderen hätten einfach mehr Glück, was das Zeugs angeht. Wow, wow. Geh weg, lass mich. Geld. Schnell noch hier in den Goldraum. Hey, Anarchistenbuch, ey, cool, ey, das Anarchistenkochbuch, ey, klasse, ey, ich weiß nicht mehr, was das macht, ey, ich weiß nicht, es war lahm, ey, super. Naja, besser als gar nichts. Ach Gott. Explodiert doch einfach irgendwo. Geht doch. Hättet ihr die Spinne nicht mit in den Tod reißen können? Warum nicht? Ah! Na toll, auf den letzten Zentimeter erwischt mich auch noch die Spinne. Dann gehen wir doch auch gleich nochmal hier rein. Mhm. Wie ich einfach voll die Chance habe, auch auszuweichen. Oh, tschüss. Haha, Herzen. Schon wieder. So, jetzt explodiert bitte da. Ihr sollt doch da explodieren. Dann folgt mir mal hinterher. Oh, verdammte Axt. Jetzt bin ich wieder genauso herzlos wie vorher. Das ist so ein herzloses Spiel. Es mag mich einfach nicht. Rennen wir mal raus. Und kämpfen gegen Pin. Dieses eklige kleine Pomadenvieh. Das geht immer dahin, wo man selber gerade steht. Das finde ich irgendwie so ein bisschen fies. Ah. Deswegen muss man immer einfach nur völlig aufpassen, wo man gerade steht. Und gleich da weg. Dann geht das auch. Sei denn, er macht den da. Sei denn, er macht einen auf den da. Ja, komm doch. Come at me, Bro. Huh? Come at me, Bro. Nee, mit dem will ich eigentlich verwandt sein. Wow, der kann aber auch weit schießen. Was machte das eigentlich hier nochmal? Anarchistenkoch. Ja. Witzig. Sehr lustig. Lal, geht hier einfach weg von mir. Ja, ich heule auch gleich. Wow. Ja, das war jetzt gemein von mir. Oh, das tut mir leid, Fliegenboy. Ah, toll, jetzt hat er auch noch die böse, fette Red Spider released. So. Kannst du dich nicht von deinem Kumpel mal sprengen lassen? Dankeschön. Gut, ich krieg eine Karte. Two of Hearts. Keine Ahnung, das hätte irgendwie wahrscheinlich meine Leben später verdoppelt. Hey, die Pupsbohne. Super, brauche ich. Gar nicht, aber egal. In welche Richtung geht's jetzt zum... Nein. Das ist einer von den Springhüpseln. Oh, ich mag die einfach nicht. Und dazu noch fliegen. Muss das denn sein? Habt ihr mich nicht schon genug gefoltert? Kann ich nicht einmal einen guten Run haben? Oder liegt das einfach an meiner grenzdebilen Blödheit, dass ich das nicht auf die Reihe kriege? Zack. Lieber den hier sprengen als den anderen. Ach, ich habe gar keine Bombe. Das ist ja toll. Gott. Das Spiel hasst mich. Ja, das Spiel hasst mich. Ah, toll. Einer von den Lächelnden. Und eine Silly King One. Komm her. Stirb doch einfach. Au. Na, das ist ja noch großartiger. Erst die einzelnen Kleinen töten. Ha. Gut, dann machen wir noch die da raus. Und jetzt noch den Kopf abschießen. Und dann tropft er auch noch ein bisschen Blut. Oh. Honey. Warum? Huh?
warum? Oh oh. Oh oh. Und der droppt jetzt bitte einer von beiden Bombe und der einen ein Herz oder so. Und halt Geld. Meinetwegen auch Geld. Geld regiert die Welt. Noch mehr Geld für die Welt. Und dann kann ich aber wenigstens hier reingehen und mir was kaufen. Ach, Schlüssel. Silberherzschlüssel, Silberherzschlüssel. Warum habe ich mir einen Schlüssel gekauft? Ich wollte eine Bombe haben. Verschießt mich. Verschießt mich einfach. Schießt mich doch einfach. Lass das. Ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert. Wirklich nicht. Nein. Bin ich nicht. Ich bin so doof. Für diesen Planeten. Oh, was macht die? Die ist ab. Oh, was macht die andere? Oh, und dann kann ich auch pupsen. Oh, Pupsäppchen. Oh, mal gucken, ob ich das überlebe. Bestimmt. Ach, gegen Gemini überlebt man alles. Sei denn, es ist ein giftiger Gemini. Ey. Hier wird nicht geschossen. Hast du überhaupt eine Schießerlaubnis in deinem Alter? Kleine embryonale Mutanten-Zwillingsklone haben normalerweise keinen Waffenschein. Ja, sehe ich gar nicht. Das sehe ich nicht ein. Well. Jetzt habe ich nur noch gegen dieses kleine Psycho-Viech da zu kämpfen. Hey. Oh. Vermisst du deinen Bruder? Vermisst du deinen Bruder? Ha, ha, ha. Vermisst du den? Vermisst du den? Vermisst du den? Willst du sterben? Willst du sterben? Ich töte dich gerne. Habe ich kein Problem mit. Das Spiel hasst mich. Und meine eigene Dummheit dazu macht's nicht besser. So. Die Kleinen noch wegschubsen. Ach, guck an. Wenigstens kriege ich hier was. Yay. Eine Bowlingkugel. Und eine Karte. The High Priestess. Was macht die? Aua. Das Spiel hasst mich. Mie. Oh, ein Geschenk für mich. Was ist denn da drin? Oh, scheiße. Toll. Nächster Raum, nächstes Glück. Hey, du Schatztruhe. Vielleicht hat das Spiel ja jetzt mal ein bisschen Erbarmen mit mir. Hab Erbarmen. Oh, ja. Geld, Geld, Geld. Blablabing. Wundervoll. Gut, dann können wir da oben uns wahrscheinlich schon mal ein tolles Item kaufen. Oder es erwartet uns einer von diesen Zwischenboss-Gegnern dort. Das ist natürlich auch möglich. Hallo! Nee, was ist das denn? Was macht das? Bin ich jetzt, greift mich jetzt keiner mehr an, weil ich eine Nonne bin? Oh, da sind Herzen. Gut zu wissen, dass es jetzt hier auch noch Herzen gibt. Merken wir uns. Ich bin doch heilig jetzt. Man darf mich doch jetzt nicht mehr angreifen. Ich bin doch jetzt eine Nonne. Habe ich gerade durch den Stein irgendwie Schaden gemacht? Geht doch gar nicht. Komm mal her. Komm mal her. Mache ich irgendwie mehr Schaden als vorher? Ich weiß es nicht. Egal. Wäre cool. Auf jeden Fall sind wir jetzt eine Nonne. Aua. Habt ihr mir gerade wehgetan? Na, getroffen habe ich sie damit auch nicht. Ich dachte. Ich habe eine Bombe verschwendet. Nebenbei bemerkt, ne? Ist vielleicht am einen oder anderen aufgefallen. Sind wirklich auf einen getriggert. Aber einen Schlüssel habe ich wieder gekriegt. Na gut. Oh, nee, 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 nee. Sehe ich doch hier gar nicht ein. Geh mal weg, Feuerschwein. Feuerschwein, Fliege, Spinne, Tod, Pille, was macht die? Oh, Lucky Up. Mehr Glück ist gut. Könnte ich gut gebrauchen. Oh, ein riesiges Glücksauge. Derp. Fette Tränen sind fett. Alter. Naja, gut, mit einem großen Auge macht man natürlich auch eine große Träne. Damit weint sich's doch gut. Und die Runde fing so gut an. Hey, cool, jetzt kann ich die Scheißhäufchen hier nochmal ordentlich wegheulen. Dann bräuchte ich nur ein Tieresart, das wäre noch toll. Mehr davon hintereinander schießen. Ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe. Ich gehe nach unten. Unten, wo der Nuppel auf mich wartet, der einfach gleich weggeschossen ist. Wehe, du schießt auf mich. Alter! Alter, ich hab dir gesagt, wehe, du schießt auf mich. Habe ich jetzt noch einen nach unten? Um vielleicht all meine Herzen zu verlieren? Nein, da gehe ich jetzt nicht drüber. Das letzte Mal, als ich über so einen Suizidraum gegangen bin, hat es nämlich gar nichts gebracht. Ich opfere doch nicht mein weniges vorhandenes Leben. Alter, wie soll ich doch nur tot sein mit so einem Schubs hier? Blutende Tränen des Todes. Hey, 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 lass dich opfern. Hey, die Kirche sagt, du sollst dich opfern lassen.
Ein halbes Herz, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Gab's hier noch was anderes? Nur einen Schlüssel brauche ich nicht. Genau das, was ich brauchte, genau das, was ich wollte. Ich habe es mir so lange gewünscht. Aber den habe ich mir nicht gewünscht. Bio-Pin. Na gut, dann pinnen wir den mal an die Pinnwand, dass wir mit ihm keine Poesiealben austauschen wollen. Pinnen wir ihm das an die Pinnwand hier. Ich pinne dich auch gleich mal, ne? Ich pinne dich, habe ich gesagt, ich pinne dich. Pinne ich dich weg, Mann, ey. Ich habe dich weggepinnt, ey. Guckst du, ey. Wow, Giftkugelschleuderwurm. Ah, jetzt habe ich ihn nicht einmal getroffen. Ja, huha. Gut. Aha, so einfach geht das. Und es gibt was zu essen für mich. Und runter in den Tod. Ach Gott, Isaac. Oh nein, two girls, one boy. Oh. Wohin jetzt? Einfach gleich mal hier nach unten in den nächsten Raum. War eine super Idee. Sicher jedenfalls auch so. Hier, komm. Oh, ist ein Rosaner. Der gibt dann ein Item, wenn er stirbt. Hier nichts mit Fliegenhusten. Richtig, ein Schlüssel. Was ist das denn? Oh, ein Pink Eye. Mini-Glubschi. Jetzt habe ich irgendwie zu viele Mini-Augen noch. Oh Gott. Noch zufällig Gift. Ob ich den irgendwie. Weil das. Habe ich jetzt so einen zufälligen Tränenschaden, ob das Gift ist oder sowas? Dass es so zufällig ist, was jetzt für einen Schaden dabei rumkommt. Ja, zwischendrin ist es eine Giftträne gewesen. Gewesen, vor allen Dingen. Es war eine Giftträne. Isaac hat sich jetzt den Kranz geholt. Damage Update. Okay. Das sollte aufhören, so zu reden. Jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal so Blood Arrows. Also es sieht schon mal ganz gut aus. Mehr Damage ist mehr Maden. Sind mehr Maden mit einem Schlag tot. Okay. Kein Problem. Dann mache ich halt mit einem Schlag die Made tot. Ups. Ups. Ein bisschen langsam sind wir. Was gibt's hier? Was gibt's hier? Silberherzen und eine Bombe. Oh. Ich muss jetzt nur noch zum Bus weitergehen. Und vorher noch eine Bombe legen. Und einen Schlüssel verschwenden für eine Bombe und ein halbes Herz. Naja, vielleicht brauche ich das später. Maden-Time. Peanut Butter Maden-Time, Peanut Butter Maden-Time. Raya, Raya, Amadi, around ya. Stirb. Oh, noch mehr Schlüssel für mich. Finde ich gut. Daumen hoch. Komm, der Run sieht doch jetzt mal gut aus hier. Komm schon. Komm schon, Alter. Komm schon, Alter. Ist doch noch nicht so spät. Komm schon, stirb. Oh, noch ein Schlüssel. Habe ich vielleicht hier irgendwas? Ja, it's a soul heart. I like soul hearts. And sometimes, right beside this room, is another room. Yes, of course it is. Oh ja. Oh yes, oh yes. Genau das, was ich wollte. Genau das, was ich brauchte. Jetzt habe ich schon diesen offen. Genau das, was ich wollte. Genau das, was ich braucht. Ich habe es mir so lang gewünscht. Ja, dann holen wir uns hier auch noch den Schlüssel. Habe ich doch keine Probleme mit. Na gut, dann halt doch. Habe ich halt doch Probleme mit. Geht doch. Schlüsseltime. Exploding Isaac Time. Oh, meinst du kommst hier mit. Komm, ja, ein Schuss tot. Also mit dem ordentlich Damage ist schon mal nicht schlecht. Oh, es ist Gertie, die olle Gertie-Sau. Okay, das ist schon mal gut. Der ist schon mal weg. Der mit seinem Husten immer. Och Mann, ihr blöden Fliegen. Ich geb dir Der ist wenigstens hier mit einem tot. Der auch. Na, mach doch nochmal. Oh, da hat er mich erwischt, verdammt. Ja, ich mach den nur nach. Hier. Ein Schuss noch und er ist gestrichen. Und ich schnapp mir hier mal the Jesus Juice. Range und Tears up. Ja, er macht minimal schneller. Das finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ich freue mich richtig auf die nächste Ebene. Oh, was kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Was kommt denn? Oh, schon wieder two girls, one boy. Ew.
So, gehen wir gleich mal nach unten hier. Mardis töten. Die sind auf jeden Fall schon mal mit einem Schlag Geschichte. Die hier wahrscheinlich auch. Ja, richtig. Da muss ich also ein bisschen aufpassen. Gut, und jetzt noch die... Wow, die hat aber eine lange Schussbahn. Oh, Geld. Meins. Was gibt's hier? Was gibt's hier? Fleischies, die auch mit einem Schuss tot sind. Sag mal. Hallo. Wenn wir mal treffen oder so. Wäre voll toll. Hallo? Isaac. Isaac? Isaac! Geht doch. Das Geld, das gönne ich mir natürlich auch. Money, 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 it's so funny in the YouTube world. Okay, die sind ja auch ziemlich schnell Geschichte, wie man sieht. Und voll drauf, der aber Angriffsattacke. Los, Tränenattacke, Isaac, Tränenattacke. Schlüssel, nächster Raum. Oh, es ist einer meiner Lieblinge. Aber der ist eingeschlossen von so einem Steinkreis. Da muss ich echt vorsichtig sein, wie ich das jetzt aufsprenge. Dann stelle ich hier eine hin. Sehr schön. Brauchst du was? Willst du noch was? Voll wie der hier aussieht, ne? Ich als kleiner Bettler würde mir von dem da kein Geld geben lassen. Brauchst du noch was? Hab ich denn noch einen? Oh, danke schön, Hundefutter. Sehr gut, habe ich gebraucht. Mehr Herzen sind mehr. Ja, die Logik gebietet das ja schon. Okay, die kann ich ja mit einem Schuss tot machen. Hallo. Mit einem Schuss habe ich gesagt. Jetzt muss ich nur wieder hier ein bisschen aufpassen. So, jetzt warte ich einfach nur, bis die Made hier hinkommt. Wie die Made im Speck. Hm, Maden im Speckmantel. Oh, das Geld, das Geld. Ach, ich hol's mir nicht. Lass mal hier rein. Mulligan, they grow inside. Jetzt schießen wir ab und zu auch noch Fliegen. Das finde ich sehr gut. Silberherzen. Also, die Runde könnte, wenn ich mich nicht total behindert anstelle, ganz gut verlaufen. Jetzt noch irgendein Flugupdate und ich würde mich viel wohler fühlen. Also, eigentlich hatte ich sonst immer recht Glück, wenn es um Flugupdates oder sowas ging. Aber bis jetzt, in den letzten Runden, wurde ich doch immer verschont damit. Leider, muss ich dazu natürlich sagen. Gut, Goldraum gefunden, jetzt nur noch den Boss. Like a boss. Kill it like a boss, Junge. Oh, hi. Oh, du bist tot. Oh, das tut mir aber leid. Ein Schuss und er war Geschichte. Gibt's hier was? Was macht die Fliege denn da? Hast du etwa das Ding hinter mir hergeschubst? Na, lässt du das wohl? Bist du völlig bekloppt? Da war nicht mal was. Also merken diese Fliegen, schubsen diese Sachen durch die Gegend. Oh, Lucky Update. Immer gerne. Mehr Glück kann ich echt gut gebrauchen. Oh, Madenpower. Okay. Kriegen wir hin. Kein Thema. Nein! Das nenne ich Glück? Das ist doch ja Pech. Okay. Ach komm, sprengen wir es hier auf. Alter, was soll das? Kann ich die auch mal treffen oder so? Es wäre voll krass. Im richtigen Moment vor allen Dingen. Dankeschön. Okay. Stell mich nicht gerade gut an, ich weiß. So, das hätten wir schon mal. Jetzt noch den Klopsi da. Den Klopsi. Jetzt noch den Klopsi. Und dann halt so rum. Tam. Au, ich laufe da noch voll rein, ich blöde Nuss. Oh, die Fliege hat ihn getötet. Der Eremit, was macht das? Ja, ich sehe es aus, hat es voll gebracht und so. Was ist denn das da unten für ein Spielautomat? Wenn ich mehr Geld hätte, könnte ich mir das holen, aber ich bringe mir jetzt nichts. Dann nehme ich doch lieber das Silberherz. Ja, bringt mir nicht so viel. Ist vielleicht da irgendwo der Geheimnisraum? Hier muss ja irgendwo ein Geheimnisraum sein. Sie sind immer irgendwo, ich weiß es genau. Ich bin mir ganz sicher. Vielleicht hier? Jawoll! Seht ihr, da gibt's mehr Geld. Ah, dann kann ich mir den einen Coin da unten noch holen, dann kann ich mir noch diesen komischen Hebelapparat dort leisten. Vielleicht gibt's auch hier noch einen Hebel. Nein, natürlich nicht. Ich hätte ja auch da durchgehen. Also, geh ich halt außen rum. Geh ich halt außen rum, hab ich doch kein Problem mit. Dann renne ich halt noch ein bisschen, das stört mich doch nicht. Dupdi-dudi-du. Dupdi-dupdi-dupdi-dudi-du.
Doop-di-doop-di-doop. Derpy-derpy-derp. Derpy-derpy. Sie sehen auch so richtig derpy-derpy aus. So richtig schöne Hackfresse. So, vorsichtig. Ein Geld mehr. Genau 15. Und dann holen wir uns dieses Hebeldings, was auch immer es macht. Hoffentlich irgendwas Tolles. Ich könnte jetzt echt mal was Aufbauendes bei Isaac vertragen. Wirklich. Das meine ich nicht ohne Witz. Ich könnte echt, es wäre echt toll. Ich bräuchte wirklich meine Aufmunterung in dem Spiel. Irgendwas, was mir hilft. Versteht ihr? Damit ich auch mal die Mutti besiege. Nochmal. Was macht das? Space to use. Und bin, was war denn überhaupt bei mir nochmal die Space-Taste? Moment, ich muss... Lass mich gucken. Das ist die Space-Taste. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber es kommt Chubby und Chubby ist einfach. Wenn die Maden One-Hit-Kill gehen. Hallo, Chubby. Hallo, Chubby. Hallo. Hallo, Mini-Madi. Hallo, Chubby. Tschüss, Chubby. Oh, bist du tot? Das tut mir leid. Oh, die auch. Oh. Oh, Schüchen wieder. Ich weiß nicht, was die Space-Items da machen, aber ich freue mich drauf, das irgendwann auszuprobieren. Ich mache das mal in der Nähe eines... schon wieder? Was soll denn da? Das ist immer dieses Ankackspiel. Ich mache das mal in der Nähe eines, na, hier, Automaten. Vielleicht, kann man dann irgendwie umso... Oh Gott, die Herzen schon wieder. Eine Herzensangelegenheit. So, das eine Herz ist schon mal weg. Hat dummerweise nicht den Typi in meiner Nähe erledigt. Aua. Das war aber knapp. Gut, ein Herz liegt hier schon mal rum, wenn wir das brauchen. Wenn ich jetzt mein Space-Item benutze, was passiert dann? Och, dann kriege ich einfach so ab und zu mal so ein... Okay. Überdimensional cool. Wenn ich kann jetzt jederzeit sozusagen random mein Geld verschwenden. Finde ich klasse. Oh Gott. Kann ich das gleich bitte töten, damit das schon mal weg ist? Danke. Bitte das da auch. Ja, wundervoll. Jetzt nur noch das da oben. Komm, Fliegenattacke. Los. Hau drauf. Immer wenn ich Geld habe, kann ich diesen Automaten jetzt benutzen. Das ist natürlich... Oh Gott. Ihr wisst, dass ich sie hasse, ne? Ich finde es richtig gut, dass ich den jetzt mal mit so richtig viel Schaden kann. Hier, siehst du das? Siehst du das? Siehst du das? Das macht dir richtig übelst Schaden, Junge. Siehst du das? Ja? 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 Hast du das gesehen? Also wenn ich Geld habe, kann ich hier mein Zeug verspielen. Hm, das ist super. Weil sich das hier schon mal ein Herz legt. Hm, das ist schon mal was. Gut. Oh Gott. Das ist ja One-Hit-Kill. Was ist denn das für schwache Gegner? Ausgezeichnet. Gehen wir da lang. Ah. Oh. Oh. Oh, süß. Und tot. Süß und tot. Wow. Da will ich aber... Ach, Mano. Renn, Isaac. Jetzt sind sie weg, Gott sei Dank. Oh, nee. Gott sei Dank. Gehe ich gleich wieder raus? Dann ist der schon mal weg da. Jetzt nur noch den Goldraum finden. Ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, ob wir den unteren Weg gehen sollen. Ach, wir können es ja mal ausprobieren. Ja, anscheinend doch nicht. Bin jetzt nur noch von denen nicht... Oh, ich habe einen von diesen Schlüsseln bekommen. Cool. Kriegt man auch also einfach so, ohne dass man dieses Schlüssel-Item dafür haben muss. Schön. Na toll. Ja, toll. Wow. Alter! Ey, pass doch auf, wo du das Zeug hinschleuderst. Das ist ein Bücherraum. Brauche ich nicht. Ich mag mein Space-Item. Da kann man notfalls immer noch, wenn man Glück hat, für ein Herz kriegen. Wenn man unterwegs ist. Überhaupt, wie viele Herzen hier rumliegen, was überhaupt noch nichts nützt. Oh Gott. Es sind diese hier. Es sind eben jene. Eben jene, welche solche. So, den hätte ich schon mal. So, noch den da. Gott, ich renne auch noch voll gegen. Okay, jetzt nützen mir die Herzen sehr wohl was. Aber erstmal hier die Truhe öffnen. Na, klasse. Großartig.
hätte gern was Tolles, was Tolles, was Tolles. Ich hätte gern was Tolles. Nicht die da. Großartig. Echt großartig. Moment, ich hole mal das Herz da. Echt großartig. Wollte ich nebenbei nochmal erwähnt haben, wie großartig das, ich das finde. Meine Lieblingsgegner. Och ja, komm hier. Ich habe viele Lieblingsgegner, wissen wir. Gut, da habe ich schon mal mein Herz. Das Feuer kann ich mal ausheulen, ohne dass es mich ausheult. Ah, komm. Ja, ich habe es genau gesehen, was du machen wolltest. Ich habe es doch genau gesehen. Findest du das nicht unfair? Bionisches Auge aktiviert. Laser. Derby derb. Mache ich jetzt mit dem Ding auch genauso viel Schaden wie mit den großen Tränen oder weniger? Oder ist das so Multi-Mega-Hyper-Ultra-Super-Hyper-Schaden oder Dachschaden oder wie oder was? Und wo ist der Geheimnisraum? Gibt's doch hier auch. Ah. Aha. Okay, sprengen wir's mal. Ui, Herz und Geld. Ja, dann gehen wir doch einfach mal hier gleich weiter. Spare ich mir das Gelaufe. Einmal um den Block rum, versteht ihr? Ja, versteht ihr? Ja, verstehen so eine Dame und ja, ja. Okay, runter. Und gleich zum Gegner. Und wen haben wir... Ach, ich hasse ihn, The Bloat. Haben wir ja schon neulich gesehen, dass ich da nicht sonderlich... Ja, gut. Ich mache aber ganz gut Schaden. Na toll. Ja, ich renne auch jedes Mal ganz bereitwillig rein. Wohin? Dahin. Okay. Gut, der ist down. Ah, jetzt bin ich noch in dieses Blut von dem gelaufen. Okay, was macht die? Range up. Was macht die? Speed up. Die macht böses Gas, dann macht die hier wieder Range up. Dann gehe ich jetzt erstmal hier raus und hole mir Herzen. Aber so gehe ich, so laufe ich da nicht rum. Hier schließe ich auf, mir doch egal. Doch diesen unendlichen Schlüssel. Da oben war, glaube ich, auch noch ein ganzes Herz, nicht wahr? Jawoll. Supidupi. Superkalifragilistisch, expialegorisch oder getisch oder wie das nochmal war. Oh ja, böses Gas nehme ich mal mit. Vielleicht kann ich jemanden anfurzen. Ha! Kein Klopapier? Da steht ja mal noch. Und jetzt kommt er auch noch rein. Scheiße. Gut, gut, gut. Gleich nach unten. Ja, nee. Ausgetrickst. Verarscht. Hey, 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 hey. Alter. Alter, was geht hier ab? Aua, was geht hier ab, Mann? Was geht denn? Was geht denn, Alter? Hä? Nein. Nein. Jetzt schon wieder Muschi-Time. Habe ich schon Nein gesagt? Laut und deutlich. Ja, habe ich doch gesagt, oder? Ich habe doch laut Nein gesagt. Die Viecher sind so ekelhaft. Ja, nee. Ich mag mein Pinky Eye. Fusis. War das knapp. Du wieder ein Herz verloren. Manchmal geht es auch so schnell, wenn man dann erstmal vor allem diese Pretty Flies hat, die einfach alles auslösen und drumherum alles explodiert, dass man dann auch mal ganz schnell finite Incantatem ist, ne? Fliegen wollte ich euch nur mal sagen. Ich habe großes Vertrauen in euch, aber es ist auch in gewisser Hinsicht begrenzt. Nö, der Laser macht nicht übertrieben viel oder so. Oh, ich habe ein Herz gefunden. Ein Kinderherz. Wieso sehen wir jetzt so aus? Ich glaube, ich nehme lieber das da wieder. Das war aber knapp. Will ich da rein? Na, no, Isaac. Ja, ich wollte da rein. Genau da wollte ich rein. Jetzt noch das Feuer auslasern. Meinem bionischen Auge. Ich bin ein Borg. Geheimraum. Wie sieht der überhaupt jetzt aus? Isaac sieht nicht gut aus. Noch mehr Geld? Finde ich gut. Ach, da geht's auch noch lang? Okay. Sprengen wir uns mal nach unten. Oh, Gehirn. Oh, es ist eine Trollbombe, die uns verfolgt. Na toll. Gibt's hier den Goldraum? Nein, hier gibt's nur The Envy. Ach Gott. Aber ein halbes Herz. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir machen ein bisschen arg viel Schaden.
Oder kommt nur mir das so vor? Du Heilige. Was, warum bleibt denn das stehen hier? Backfliegen. Was ist das? Die Temperance. Was hat das nochmal gemacht? Achso, das da. Okay, will ich das da? Ja, will ich. Oh, Geld. Ich gehe einfach mal nicht in den anderen Raum. Nein, ich cheate mich jetzt hier durch. Ja, ich cheate mich hier durch. Ich habe irgendwie 3 Billiarden Bazillionen Fliegen dabei. Nehme ich 50% auf? Ja, komm, nehme ich doch. Das wäre natürlich auch ein... Na. Gott sei Dank. Wäre natürlich auch ein klasse jetzt gewesen, das Geld einfach so zu behalten, weil dann kann ich immer das Space-Item nutzen, aber auf der anderen Seite findet man viel zu tolle Dinge in den anderen Räumen. Oh, Gott sei Dank, er hat sich selbst getötet. Renn! Ach, Mano. Wenigstens habe ich gegen die jetzt meine wirksame Waffe, indem ich nämlich einfach stark bin. Der Böse. Okay, nehme ich auch mit. Aber ich hätte ihn nochmal hier für eine... Ach, der Zahnschuss. Ich habe das Gefühl, wir schießen jetzt mit dem Laser keine Zähne mehr, aber vielleicht machen wir noch mehr Damage. Ich habe keine Ahnung. Fragt mich nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Gut. Dann gehen wir jetzt also zum Bösen, ja? Verkloppen wir den Bösen. Verkloppen wir also den Bösen. Okay. Muddys Fuß. Krieg deins drauf. Isaac. Ja, das macht Schaden, ha? Fühlst du dich jetzt richtig schlimm, ha? Aha. Ja, Mutti, ne? So viel zu dem Thema. Und was kriegen wir jetzt für einen Knubbel dafür? Heels up. Ach ja, Mutti? Ach Gott, wie viele Fliegen bitte? Derpy. Haben wir Mutti endlich gekillt, ha? Huh? Huh? Haben wir sie endlich mal wieder vernichtet? Ja? Da freue ich mich so richtig. Ich stecke gleich für Freude in der Kiste. Okay, jetzt müssen wir nur noch das hier überleben. Nicht, dass ich nicht schon mal lange wieder hier in dem... Oh, er ist tot. Sowas aber auch. Oh Gott, die Teile. Was mit dir? Ach, wolltest du gerade was sagen? Ich habe das Gefühl, er wollte uns gerade was mitteilen, aber irgendwie ist er dann einfach schon gestorben, bevor er das konnte. Und der auch. So, die Dinger. Und Schlüssel. Also gerade im Moment geht's gut, ne? Oh, ja. Also so gerade im Augenblick läuft's gut. Jetzt habe ich nur noch eine von den Fliegen. Ich brauche wieder ganz viele. Oh, diese Dinger machen Schaden. Ja, kleine brutale Killerfliegen. Wer kennt das nicht? Sitzt man auf dem Balkon, kommen plötzlich blaue Fliegen angeflogen und töten einen einfach mal so instant. Ich erwähnte, dass ich die Dinger auch nicht mag. Oh, okay. Ich mag sie irgendwie doch. Wenn sie schnell sterben, ist das gut. Den kann man ja nur töten, wenn er da drauf steht, ne? Das ist aber ein bisschen kacke. Na gut, dann hoffentlich ist er schneller tot als wir. Schade, um das Soulheart. Oh, was sind das für Viecher? Rip, ich bin ein Wurm. Rip, derpy. Gut. Herzen haben wir schon mal. Hoffentlich begegnen wir nicht nochmal so... Suizidraum! Begegnen wir nicht nochmal so ein Teil. Jetzt geht's hier noch nach unten. Gehen wir mal nach unten. Oh Gott, habe ich erwähnt, dass ich die Viecher nicht mag. Mehrfach. Schon zum 100 Millionen Mal. Geld. Krass, ich liebe Geld. Auch die Dinger. In Kombination mit den Dingern. Schöne Kombination. Dann gehe ich einfach nochmal da lang, damit ich das einfach abgesegnet habe. So, die sind auch innerhalb von ein paar Sekunden einfach nur tot. Der auch. Oh, einer von den Schlüsseln. Ist mir sehr sympathisch. What the? Waren das Laseraugen? Haben mich nicht getroffen, ne? Gut. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ha, komisch. Ich frag mich warum. Vielleicht, weil sie schneller tot waren, als sie gucken konnten. Ha, die Laseraugen, versteht ihr? Als sie gucken konnten, versteht ihr? Aha, ich finde dich ja so lustig. Aua. Okay, das ging jetzt schneller, als ich gucken konnte. Okay, da ist der Mutti-Raum. Dann gehen wir da jetzt gleich mal rein. Ah, nee, halt, erst ein Herz holen.
Also der andere Raum, ihr versteht, der andere Gegnerraum. Plupp. Und notfalls haben wir auch noch genügend, um das Space-Item zu nutzen. Sollten wir auch regelmäßig einwenden. Oh nein, es ist schon wieder Bloat. Alter, den bloate ich jetzt mal so weg, ey. Das hat sich ausgebloatet, Junge, ey. Oh oh. Es bloatet sich gerade aus. Gerade hat sich's ausgebloatet. Oh, was kriege ich? Was kriege ich? Noch ein Damage-Update. Sag mal, wie viel Schaden soll ich denn noch machen? Anscheinend ein bisschen Unendlichkeit. Next Stage. Ah, oh, was für ein schöner Tag. Blech. Aua. Hat er mich einfach rausgelacht? Meine Gefühle verletzt. Oh, da lebt ja noch einer. Oh, Silberherz, meins. So. Oh nein, habe ich das Auge etwa kaputt gemacht? Da konnte ja gar nicht so schnell gucken. Jetzt habt ihr den Witz aber verstanden, oder? Nachdem ich ihn euch erklärt habe. Oh, ein Schlüssel. Ja, ja. Gehirn, Darm, Wind, alles zusammen. They see me rolling, they hating. Aber Geld will ich haben, weil ich das auf dem Space-Tasten-Item brauche, das eventuell. Die Chance, dass man da Herzen kriegt. Wow. Okay, jetzt haben wir wieder diese Sache. Dass ich den hier ganz einfach töten kann, indem ich mich da hinstelle. Hm, okay. Oh nee, Herzen. Give me your heart. Heart time. I'm a heartbreaker. Ah, oh, jetzt gibt's hier alle hier. Ah, oh, wieder Gehirn. Nom 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 nom. They see me rolling the hating. Da lang. Oh, es tut mir leid, aber wegen dir gehe ich jetzt nicht darüber. Oh ja, hier. Ja, ein Schlüssel dafür. Toll. Ah, oh, schon wieder so einer von denen. Oh, schon ist er tot. Das ist sowas Doofes aber auch. Aha, hier haben wir schon mal den Bossraum. Ich glaube, da gehe ich gleich rein. Komm, wir sind mal so frech. Oh ja, das Herz. Jetzt wird das Herz getötet. Haha, voll drauf. So, erstmal die Laseraugen weg. Isaac! Oh, tot! Wie ist das denn passiert? You unlocked Judas. Hallo, Judas! Wie das hier wabbelt. Oh, guck mal, vielleicht kann ich mir noch was... The Book of the Evil appears in the basement. Wo geht's denn da hin? Okay, ich geh mal runter. Hui! Was ist das denn jetzt für eine Ebene? Wollte ich da runter? Was passiert jetzt? Auf jeden Fall ist er tot. Was ist das für eine Ebene? Oh. Oh, scheiße! Oh, was ist das denn für ein Auge? Alter! Was ist das denn? Two of Cubes? Der Tod? Der magische? Was waren das denn für Augen? Also die haben's echt drauf. Och, hier einer von den Bossgegnern als regulärer Kumpel. Habe ich kein Problem mit. Was sind das denn für Ungesichter? Okay, die sind tot. Was ist das für eine Ebene, Kinosch? Wo kommt die denn her? Schluck. Oh, den kenne ich. Den mag ich irgendwie. Der ist recht leicht zu killen. Dupdi-dupdi-du. Dupdi-dupdi-dupdi-dupdi-du. Dafür kriege ich eine Bombe. Toll, noch mehr Bomben. Oh, das sind explodierende. Ja, okay. Dann explodiert mal schön. Aber woanders, bitte. Oh, ein Stein. Noch mehr Schaden. Ich mache jetzt noch mehr Schaden. Oh, ich bin so gut wie tot. Herzen? Eins wenigstens. Ein halbes. Naja, immerhin. Nein, gab nichts. Nein, gab nichts. Nein. Jetzt? Ah, Geld. Naja, gut. Nein. Gab nichts. Gib mir doch mal ein Herz. Ein Herz wenigstens. Eins. Eins nur. Ich will doch nur ein Herz, verdammt. Eine Pille. Mehr Glück. Ja, okay. Und jetzt? Eine Pille. Range Update. Na gut. Gib mir das wieder. Danke. Ich will doch meinen Satan behalten. Huch. Unheimlicher Raum ist unheimlich.
Oh Gott, die können durch Wände schießen, das ist unfair. Manu, wir sind bald tot. Ich will doch diesen Raum hier noch schaffen. Also dieses merkwürdige... Meins. Mann, du kackdumme Kackfliege. Mach das nicht nochmal. Ich hab gesagt, du sollst das nicht nochmal... Gott, hätte dir mein Silberherz geben können. Aber nein, natürlich nicht. Warum? Die Musik ist so unheimlich. Findet ihr nicht auch? Alter! Ist einer von denen. Und dann einer von denen. Und einer von denen. Und denen. Und denen. Und er ist jetzt tot. Komm hier zu mir, Geld. Space Item. Nein. Space Item. Nein. Space Item. Eine Bombe, ja, mich auch. Gib mir ein Herz, Mann! Alter, Schawutzki! Oh nein, 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 nein. Nicht die, nicht die. Ich mag die nicht. Ich mag die alle wirklich nicht. Ich mag die nicht. Ich mag die nicht. Ich mag die alle wirklich nicht. Dübdidü. Geht er down? Ja, gut. Und jetzt das da. Und jetzt habe ich nur ein halbes Herz. Oh, Gott sei Dank. Aber dann habe ich irgendwie so das Gefühl, dass es... Geht es denn hier wirklich zum Bossraum vielleicht weiter? Ich weiß es doch nicht. Hier ist ja gar nichts. Ha. Vielleicht gibt es hier auch Geheimräume und ich weiß nichts davon. Anscheinend nicht so. Schluck. Angst. Und das Geld komme ich nicht ran, ohne mir weh zu tun. Oh, die schon wieder. Gott. Oh nein. Renn auch noch voll rein. Bin ich dann völlig wahnsinnig? Der ist schon mal weg. Der auch. Das bringt mir doch gar nichts. Ich bin doch so gut wie tot. Anscheinend doch nicht. Gib mir doch irgendwas Tolles. Der Mond. Eine Spinne. Slow-Effekt. Slow ich jetzt die Gegner ein. Da wäre der Raum gewesen. Irgendein gutes Item? Irgendwas? Was macht das da? Der Magiken, der hat ja diese Tränen, richtig. Und was macht das hier? Der gehängte Mann? Damit kann ich fliegen. Okay. Das bringt mir also gar nichts. Also muss ich mit dem Teufel weiterkommen. Ein Herz irgendwie, irgendwo, irgendwann. Oh Gott. Killer-Attacke. Herz 1 wenigstens. Das bringt mir doch gar nichts. Oh nein, 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 nein. Boah! Habe ich erwähnt, dass ich diese Fliegen manchmal so richtig zum Kotzen finde? Und jetzt soll ich den Gegner da... Kommt ja nicht bis zu mir hin, ne? Gut. Ein Herz! Wer ist das? Satan? Ich muss gegen Satan kämpfen? Wie mache ich das? Indem ich wahrscheinlich eine riesige Gegnerhorde besiegen muss. Ich finde ja den Slow-Effekt ziemlich geil, aber ob mir das hier so viel helfen wird? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Alter Schawutzki! Also hätte ich ein bisschen mehr Luck gehabt, wäre das super gewesen, aber wow! Ha, wenigstens haben wir mal was Tolles gemacht. Wir haben gegen Satan gekämpft. Schön. Okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!